Der zweite springende Punkt ist nun der, dass der Narzissmus auch im Bereich der Ausprägung bzw. Intensität ein Spektrum hat. Es gibt leichte narzisstische Tendenzen, narzisstische Ticks, narzisstische Neurosen, aber es gibt auch schwere narzisstische Persönlichkeitsstörungen, die zumindest dem jetzigen Stand der Forschung nach nicht, also jedenfalls noch nicht heilbar sind, nicht heilbar, nicht therapierbar. Und um dies alles in weniger verhängnisvolle Bahnen zu lenken, ist also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt Erkenntnis allein bzw. Aufklärung über diese Themen kein ausreichendes Mittel, denn in einer pyramidalen Gesellschaftsordnung werden sich sowohl in der Spitze die Extreme ansammeln als auch in der Breite und schon hat man den Salat. Man hat dann extreme Anführer und in der Breite extremes Mitläufertum. Die milderen Formen, die zur Erkenntnis fähig sind und die durch die Erkenntnis sogar zum Umdenken und zur versuchten Verhaltensänderung fähig sind, wird man in dieser Pyramide bloß irgendwo im Mittelfeld finden, also im leider sowohl einflussmäßig als auch zahlenmäßig irrelevanten Bereich. Weil ich mich schon wieder der 5-Minuten-Grenze mehr als nähere, will ich dazu nur sagen, dass ich die Lage trotzdem nicht für ganz hoffnungslos halte. Ich denke nicht, dass alles ein großes Verhängnis ist, quasi eine fatale, gescheiterte Menschheitsentwicklung, das nicht. Aber es ist eben Innovation hier dringend nötig, also brandeilig sozusagen. Im Grunde müsste hier der Stein der Weisen 2.0 oder so gefunden werden. Die erkenntnismäßige Nadel im Heuhaufen müsste her, und zwar dringend. Ich hatte mal einen Deutschlehrer, der lief beim Betreten der Schule an den Schülern vorbei, die vor der Schule standen und Zigaretten rauchten. Der meinte dann, Doppelpunkt, Zitat, hier rauchen ja die Köpfe schon wieder, aber nicht vom Denken. Zitat Ende. Und ich denke, genau das wäre aber eigentlich nötig. Die Leute müssten mal alle quasi nachdenken, bis ihnen die Köpfe rauchen. Ein paar reaktionäre Tendenzen aus dem Mittelfeld dieser psychologischen Gesellschaftspyramide, also von dort aus, wo es noch einen Willen zur Mitbestimmung und wo es noch einen Willen zur Kritik und zum Widerwort gibt, ein paar reaktionäre Tendenzen aus dem Mittelfeld dieser Pyramide werden streng realistisch betrachtet wahrscheinlich nichts ändern, weil eben die Pyramidenstruktur den ganzen Rahmen bzw. das Ganze überhaupt ausmacht. Ich denke, ich mache hier mal einen Schnitt, weil ich habe dazu nur ein paar sehr individuelle bzw. subjektive Denkansätze, der Stein der Weisen 2.0 oder das Ei des Kolumbus 2.0 sind nicht mit dabei, so kann ich das auch später mal hochladen oder auch nicht. Hier wird sowieso noch viel nachgedacht werden müssen, einfache Opposition allein wird die Progression nicht allzu sehr tangieren und wahrscheinlich auch nicht mal verlangsamen. Im Grunde ist das Leben wie Autofahren mit defekten Bremsen. Es kann nicht angehalten werden, es kann nur in günstigere oder ungünstigere Richtungen gelenkt werden, aber es kann sozusagen nicht irgendein Grüppchen der ganzen Pyramide bei der Fahrt zielführend ins Steuer greifen. Das würde maximal zu einem Schlingerkurs führen, weil die Gesellschaft eigentlich eher wie eine römische Galeere ist. Wenn die Mehrheit geradeaus rudert, dann geht es schon auch letztendlich geradeaus weiter.